Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht, über diesen Raum, über diese Arbeit in diesem Raum. Und auch wenn man hier ist, dann fallen mir persönlich zwei Dinge besonders auf. Das eine ist, es gäbe diesen Raum ohne die Arbeit von Sarah nicht, ohne die Platten nicht. Also existiert der Raum ohne die Arbeit nicht. Das ist etwas, was ich sehr speziell finde. Und ich habe lange über diese Enge in der Mitte nachgedacht und auch nachgefühlt. Und eigentlich ist es wie Sein oder Nichtsein. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Die Platten sind das Sein und dann hört das Sein auf, kurz bevor es sich trifft, bevor es zusammenstößt. Und in der Mitte ist das Nichtsein, also das Nicht-Anwesend-Sein von Stahlplatten. Und das finde ich sehr besonders, weil es ist, im Verhältnis ist es schmal, der Raum, der zur Verfügung steht, um ihn zu durchschreiten, ist sehr gering bemessen, aber ausreichend. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, eigentlich schreit das danach, dass man es vollendet, also dass man es zumacht und von jeder Seite eine Tür rein, aber und einen winzigen Schlitz in der Mitte lässt, dass gerade eine Kamera durchschauen kann, weil das ist eigentlich, es ist kurz davor und es ist auch so, dass die Wände eigentlich nicht aufhören, wenn man in der Mitte steht, sondern dass man merkt, dass die, also da ist so viel Spannung zwischen dem Stahl, das möchte aufeinander zukommen und ich sehe dieses Kreuz, also ich spüre auch dieses Kreuz. Und irgendwie hört es auf und irgendwie hört es doch nicht auf. Und das habe ich versucht in meiner Improvisation auch darzustellen, indem ich es eben aufeinander zulaufen lasse, aber in der Mitte ist ein anderer Raum, der sich anders erschließt. Und ich finde auch, dass man das, also erstmal hört man es, wenn man dann Geräusche macht und sich da in der Mitte befindet. Und dann ist es auch von der Temperatur anders. Es zieht wirklich von jeder Seite, wenn man da steht. Also jetzt, ich bin jetzt nicht so ein Lichtmensch, aber ne, also vom Wärmegefühl ist es ein anderes. Und es ist wirklich, ja, man muss sich so ein bisschen frei machen davon und seinen Platz finden da in der Mitte, dass man sich nicht eingeengt fühlt. So, und das andere ist, dass die Platten immer graziler werden mit jedem Mal. Also ich war hier vielleicht 4, 5 Mal vorher in der Situation Kunst in diesem Raum. Und ich habe hier einmal sehr lange gesessen, das ist aber schon eine Weile her. Da kannten wir uns noch nicht. Und als ich das Mal danach gekommen bin, da war es eigentlich am gravierendsten, weil ich hatte im Gedächtnis, das ist meterdicke, undurchdringliche, unerbittliche Stahlwände sind. Und stellte fest, das ist es gar nicht. Und als ich heute kam, dachte ich, also sie werden wirklich immer dünner, jedes Mal werden sie dünner und ich finde es total faszinierend, immer wieder neu zu gucken, was mit einem passiert und was mit der Arbeit passiert, im Gedächtnis, im Rückblick.